Hallo miteinander und willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Videoreihe über, von und mit Voxlands. Ich bin Meldrian und zeige euch heute die Anfänge. Beziehungsweise das hier ist ein kleines How-To-Tutorial über mehrere Sendungen wahrscheinlich, dass ich mir wie wund die Finger kaputt schneiden werde dran, aber was man nicht alles tut. Was soll hier vermittelt werden? Ich zeige euch die Basics. Von den Basics über einige Methoden, wie man das Spiel spielt, bis hin zu Sachen, die ihr vielleicht noch gar nicht gemerkt habt oder die ich mir selbst beibringen muss. Wir werden es erfahren. Und dem zugrunde liegt die Welt, die so mancher hier schon kennt. Und ja, viel mehr gibt's dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Wir fangen jetzt mal an. So machen wir das Inventar auf. Ihr seht, ich bin mit einem neuen Spieler auf meiner Singleplayer-Welt unterwegs. Und ja, wir werden uns der Singleplayer-Welt bedienen. Also ich werde auch in den Vorratsraum gehen, wenn ich irgendwann irgendwas brauche. Und wir zeigen euch, ich zeige euch mal, wie das alles so funktioniert. Ihr seid also gerade in dieser wunderbaren Welt gestartet und habt rein gar nichts. Jetzt braucht ihr natürlich erstmal Werkzeug. Das ist gar nicht mal so schwierig. Als allererstes schlagt ihr erstmal das Laub des Baumes herunter. Denn den Baum selbst kann man seit der neuesten Version nicht mehr schlagen. Aus diesem Laub oder aus den Blättern könnt ihr euch schon bereits einige Sticks oder Stöcke craften, was wir jetzt auch mal bereitwillig tun. 18 Stück sollten erstmal reichen. Jetzt gehen wir dazu über und verprügeln Mutter Erde, denn, sind wir ehrlich, sie hat es nicht anders verdient. Ob ihr dazu die Sticks nehmt oder die pure Hand, dürfte meines Wissens kein Unterschied sein. Das testen wir gerade mal. Nein, man sieht, da ist es völlig irrelevant, was wir verwenden. So, jetzt ist es wichtig, dass ihr aber in die zweite, also das, was wir quasi gerade freigelegt haben, eine Ebene weiter runter anfangt, Erde wegzuprügeln. Denn an der Erde obendrauf, die quasi grasbedeckt ist, wird man das, was man braucht, nicht erhalten. Ich warte im Speziellen auf Gesteinsbrocken, glaube ich, heißen die. Oder aber anders. Wir werden es gleich erleben, in dem Moment, wenn sich der Erste in unser Inventar verirrt. Was hoffentlich bald passiert. Ist immer so ein bisschen zufällig. Mal dauert es länger, mal dauert es weniger lang. Da ist auch schon der Erste. Gestein. Also kleine Steine. Aus diesem Stein und einem Stick craftet man sich die erste Steinpflanzschaufel. Also ganz, ganz minimalistisches Werkzeug, was euch in die Gelegenheit und in die Situation bringt, dass man quasi dieses Prozedere einigermaßen beschleunigen kann. Da ist nur Stein. Das hat so keinen Wert mehr hier am Rand. Gehen wir einfach mal hier oben buddeln. In der Hoffnung, dass nicht direkt darunter Grünzeug ist. Einfach mal ein paar Schritte weitergehen. Was man ganz gut sehen kann, jeder abgebaute Erdblock hier zerstört die kleine Minischaufel sofort um 2 Prozentpunkte. Das heißt, 50 Erdblöcke hat man quasi frei als Spieler und danach ist die Steinschaufel auch gehimmelt. So, neben einigen Matschklötzen sind aber auch 8 Gesteinsbrocken in unser Inventar gewandert. Die benutzen wir jetzt dazu, um uns weiteres Werkzeug zu craften. Das tun wir wiederum mit einem Stock und 2 Gesteinen. Dann hat man eine kleine Steinaxt, die uns dabei helfen wird, an normales Holz vom Baum zu kommen. Wir nehmen also unsere neu hinzugekommene Axt und werden diesem Baum hier den Gar ausmachen. Ist das einmal passiert, wechseln wir zurück ins Inventar und sehen, aha, wir haben jetzt 6 Baumklötze. Die kleine Steinaxt hat ein bisschen Schaden bekommen. Diesen Baum können wir hier oben in den Craft-Bereich ziehen und uns daraus Holz schnitzen, sozusagen. Und aus dem Holz können wir uns wiederum Holzplanken schnitzen. Und eben diese brauchen wir jetzt, um uns auf diesem Wege, genauso funktioniert es, eine kleine Spitzhacke zu bauen. Mit eben dieser soeben bekommenen Steinspitzhacke machen wir uns die Tatsache, dass wir nun in der Lage sind, härteres Baumaterial abzuholzen zunutze. Hier hinten hatten wir bereits einige Steine freigelegt und schlagen die mal eben kaputt. 3 Stück brauchen wir. Ich nehme jetzt direkt ein paar mehr mit, um die Zeit etwas zu strecken. Mit einigen Steinen im Inventar sind wir jetzt dazu in der Lage. Ich mache gerade nochmal ein paar Holzplanken, das sollte reichen. Sind wir jetzt dazu in der Lage, uns einen richtigen Werkzeugstand zu craften. Das heißt, wir nehmen 2 Holzplanken und legen uns hier oben 3 Steinspitzhacken hin. 3 Steine hin, das ergibt eine Steinspitzhacke, wollte ich sagen. Wiederum 2 Holzplanken und 3 Steine ergeben eine
Stein, Axt und wiederum zwei Holzplanken und ein Stein in der Mitte ergibt eine Steinschaufel. Darüber hinaus kann man sich entweder aus drei Holzplanken, wenn es ganz schnell gehen muss, mit dem sich zur Verteidigung oder zur Wehr setzen, eine Holzkeule basteln. Die nehmen wir auch gerade nochmal mit. Oder aber mit einer Holzplanke und zwei Steinen ein Steinschwert. Und damit wäre die erste Werkzeuglieferung in Vogueslands quasi erstmal abgeschlossen. Und man ist, ich sage mal, etwas weiter handlungsfähig als bisher. Der Anfang ist also quasi gemacht. Kommen wir als nächstes zu den etwas unschönen Seiten des tollen Spielchens Vogueslands, nämlich der Tatsache, dass man auch mal eben sterben kann, wenn man eben von Kreaturen angegriffen wird oder anderweitig so viel Lebensenergie verliert, dass diese auf Null fällt. Um zu verhindern, dass man immer wieder am Initial-Spawn-Point wieder einsteigt, kann man sich eine Spawn-Flagge setzen. Das wollen wir gerade mal tun, indem wir Papyrus als allererstes suchen. Ich habe jetzt schon mal was vorbereitet, aber wir könnten auch einfach in unserem schönen Fall, Papyrus wächst immer auf grünen Flächen irgendwo am Wasser. Da müsst ihr halt mal ein bisschen nachsuchen gehen. Und ja, wenn ihr dieses Papyrus bekommen habt, dann nehmt ihr ganz einfach drei Stück davon und legt sie in eine Reihe. Dadurch kriegt ihr drei Einheiten Papier, die ihr dann in euer Inventar zieht. Und aus einer Einheit Papier und zwei Stöcken, wenn ich mich richtig erinnere, bekommt ihr eine Heimatflagge. Ihr könnt mehrere Flaggen setzen. Im Moment behandeln wir erstmal nur eine. Und mit dieser Heimatflagge sucht ihr euch ganz einfach einen schönen Punkt, der euch am besten gefällt. Zum Beispiel jetzt in diesem Fall annektieren wir dieses Haus. Heimatflagge von, da steht es auch oben. Your home is now set to. Und jetzt werde ich mal etwas sehr, sehr Dummes tun. Ich werde anfangen zu schwimmen. Und werde quasi vergessen, A, dass da Haie sind und B, dass ich ja Sauerstoff brauche, um zu überleben. Erstmal werde ich mit den Haien kuscheln, die sich auch gefräßigst über mich hermachen. Nebenher ersticke ich ein wenig. Ich habe aber auch kein Glück. Nur ohne im Leben und im nächsten Moment gesagt zu bekommen, sie sind gestorben. Ich drücke auf Wiederbeleben und stehe direkt an meiner Heimatflagge. So oder so ähnlich muss das sein. Auch relativ wichtig in Vogueslands ist die Tatsache, dass man seit dem neuesten Release eine sehr, sehr dunkle Nacht auch ganz einfach überspringen kann, indem man sich vorab ein Bettchen craftet. Wie macht man das? Also entweder craftet man sich ein richtiges Bett, dafür braucht ihr allerdings Pinienholz, was nur sehr weit oben wächst. Im Moment behelfen wir uns einfach damit, dass wir hier dieses gelbe Gras abschlagen können. Nicht während wir gelbes Gras in der Hand haben, sondern nur während wir irgendwas anderes haben. Davon brauchen wir 8 Einheiten. Glaube ich zumindest. Könnten auch 12 sein. Ich probiere es erstmal mit 8. So, das Zeug ist überall. Also es verdörrt das Gras. 7 haben wir jetzt. Euch merken wir mal, dass ihr da steht. So, und jetzt sind es 8. Dann können wir nämlich diese 8 Einheiten nehmen. Können die hier zusammenlegen. Und daraus, das Gestein ziehen wir mal hier runter. Und daraus Heuballen craften. Außerdem brauchen wir für ein sogenanntes Feldbett noch ein wenig Pelz von diesen netten, frei herumlaufenden Rehen, die wir leider mit einem kleinen Schwert jetzt massakrieren müssen. So ist das. Fressen oder gefressen werden. Ich meine, 2 reichen. So ist es nämlich. Aus 2 Heuballen und 2 Pelzeinheiten könnt ihr euch ein Feldbett generieren. Dieses Feldbett bauen wir jetzt einfach mal späßchenhalber hier auf. Das hängt allerdings nur für eine Nacht. So, wir schauen nochmal. Es ist noch dunkel. Wir schauen das Bett an, drücken Q und sagen schlafen gehen. Warten dann kurz. Jetzt scheint es fertig zu sein und sagen aufstehen. So, es ist helllichter Tag. Die Sonne geht gerade auf. Und wir kriegen von unserem Feldbett noch zurück 2 Einheiten vertrocknetes Gras. Das ist sehr charmant. Das ist quasi den Heuballen zerlegt in seine Einzelteile. Ganz wichtig dabei ist eigentlich noch zu nennen, wenn ihr das Bett beispielsweise, jetzt ist erstmal Schlafsperre, würde ich ein neues Bett bauen, könnte ich mich nicht reinlegen, würdet ihr das Bett benutzen während des Tages, würdet ihr mitten in der Nacht aufwachen oder erst am Abend, sodass ihr quasi die Nacht vor euch habt mit anschließender Schlafsperre
Und ich sag mal so, das ist weniger lustig, denn nachts ist es bekanntermaßen dunkel und finster und vor allem gefährlich. Denn da treiben sich, zumindest im Hardcore-Modus, diverse Münsterchen auf diesem schönen, auf dieser schönen Welt herum. Wir probieren es gerade mal. Nur um das nochmal kurz zu zeigen. Das platzieren wir hier. Kuh. Schlafen gehen. Sie können jetzt nicht schlafen. Yep, denn das habe ich gerade getan. Okay, das ist soweit zum Thema Schlafen in Vogueslands. Wo wir gerade beim Thema Schlafen waren, gibt es noch einiges zum Erzählen, was die Zeit in Vogueslands generell angeht. Ihr seht eine sich bewegende Sonne oder sich einen bewegenden Mond am Himmelszelt, der euch immer so ein bisschen Signalgeber dafür ist, ob gerade Tag oder Nacht ist. Was ihr außerdem seht, ist oben rechts eine Anzeige, die da sagt Sommer, 25. Tag im Jahre 1. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass in Vogueslands ein Jahr 20... Ach, das ist doch Blödsinn. Ein Monat in Vogueslands hat 20 Tage. 3 Monate bilden eine Jahreszeit und 12 Monate hat das Jahr. Also sagen wir mal, es ist ähnlich der Realität. Die verschiedenen Jahreszeiten, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, machen sich bemerkbar durch verschiedene Blätterfärbungen, verschiedene Grasfärbungen, natürlich durch das Auftreten von Schnee, nicht nur in hohen Höhenlagen, wie es jetzt auch schon der Fall wäre, sondern auch beispielsweise hier unten. Und im indirekten Fall macht es sich noch bemerkbar durch ein verändertes Wachstum bei Blumen, Gräsern und bei Äpfeln an Bäumen, wie wir sie jetzt hier sehen. Äpfel an Bäume sind übrigens ein schönes Stichwort. Das ist eine der ersten Nahrungsquellen am Anfang des Spiels, die verhindern, dass eure Nahrungsanzeige links unten in einen kritischen Wert verfällt und ihr quasi verhungern müsst. Alternativ dazu könnt ihr, glaube ich, auch Tiere tothauen und deren Fleisch essen. Aber das lehne ich ab. Jetzt gibt es allerdings den Fall, dass ihr nicht nur ganz, ganz minimalistisch Vogueslands spielen wollt. Nein, nein, ihr wollt natürlich auch, ich sage einmal, ein bisschen ausgefeiltere Dinge in Vogueslands produzieren. Um euch einen groben oder, würde ich fast sagen, sehr detaillierten Überblick darüber zu verschaffen, was man in Vogueslands alles machen kann und was nicht, gibt es verschiedene Bücher. Als allererstes und wichtigstes ist natürlich hervorzuheben ein Craft Guide. Der ist extrem einfach zu basteln. Stellt euch einfach ein sehr, sehr minimalistisches Fragezeichen vor. Hier oben ist der Bogen und das hier ist der Punkt. Wie gesagt, ist es ein bisschen abstrakt, aber hier haben wir das Handwerksbuch, im Englischen auch Craft Guide genannt. Das platzieren wir jetzt einfach mal irgendwo, beispielsweise hier, und schlagen es. Dann wird es aufgemacht und mit der Q-Taste können wir darin herumblättern, die verschiedensten Gegenstände und auch Blöcke in Minecraft sehen. Lange nicht alle, denn nicht alle Blöcke lassen sich über Craften erfassen. Aber zum Beispiel können wir uns anschauen, wie eine rote Pelzmütze gebastelt wird. Ich vermute, mit rotem Pelz. Ja, macht Sinn. Oder meinetwegen ein Eisenmedaillon mit einem Lederhalsband und einem Stahlbarren. Dann kann man auch gleich sagen, das ist ja interessant, wie kriege ich aber ein Lederhalsband? Hier klicken, dahin ziehen. Und schon sieht man, Lederhalsbände kriegt man über Leder. Eine Einheit ist es, glaube ich, genau.